Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem... Das geht ja gut los. Nochmal. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal Crypto Night Owl. Hier geht es rund um das Thema Kryptowährung und wie früh wir hier dran sind. Auch das werde ich heute nochmal aufzeigen und dass wir einfach Geduld mitbringen müssen. Geduld ist am Ende der Schlüssel. Ich habe mega XRP-Nachrichten, also wirklich diesmal wieder ein richtiges Hopium-Video, was Ripple, was vor allem dem Coin XRP angeht. Auch riesige Stellar-Nachrichten, also es lohnt sich definitiv bis zum Ende dran zu bleiben. Und ich habe einen interessanten Bericht gefunden. Es wurden Kryptowährungen auserkoren, um langfristig, ich sage es nochmal, bis mindestens 2025, 26 dabei zu bleiben, um da wirklich reich zu werden und richtig Gewinne mitzunehmen. Das klären wir im Video. Ihr lasst mir vorneweg sehr gerne einen Kommentar, ein Like da. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night Owl, Mann, ich wach über den Markt und geb Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Ja, liebe Freunde, wir starten direkt rein. Ihr sagt mir erstmal vorneweg, ob euch irgendwas aufgefallen ist an meinem Ambiente hier. Gehen wir direkt rein. Erstmal muss ich sagen, BTC Echo oder BTC Echo, wie auch immer, ey, was ist mit euch los? Egal auf welche Nachricht ich hier mittlerweile klicke, für fast alles musst du bezahlen. Okay, jetzt hier gerade nicht, Vorführeffekt, das geht mir auf die Nerven. Habe ich aber trotzdem die Nachrichten auf anderen Webseiten gefunden. Sehr schönes Deutsch mal wieder. Binance, es sieht hinter den Kulissen nicht gut aus. Ein Insider hat ausgepackt, Klagen, Kosten, Kündigung. Binance geht es natürlich im Bärenmarkt auch nicht gut. Aber wir dürfen nicht vergessen, hier steht es auch in dem Bericht, soweit ich es zumindest lesen konnte, das Handelsvolumen im Milliardenbereich, über 100 Millionen Nutzer täglich. Also wenn es Binance schlecht geht, glaubt es mir, dann geht es uns allen schlecht im Crypto-Space. Also der Insider packt zwar aus, aber darauf, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so viel geben. Natürlich gekürzt, gespart wird überall momentan der Kryptomarkt, ihr seht es selber. Nicht so gut. Hier oben gleich nochmal ein bisschen Werbung. Ihr seht es hier wahrscheinlich, BitGet oder hier. Nein, warte mal, ich mache die ja unten hin, weil die haben mir, als ich die hier oben hingemacht habe, meine beiden Kryptobörsen, haben die mir die Überschriften überdeckt. Naja, ich lerne auch dazu. BitGet, und zwar geht es da richtig scharf. Und zwar könnt ihr euch bei BitGet natürlich über meinen Link anmelden. Alle super Kryptowährungen, die ich euch immer vorstelle, auch die kleinen Casper, Alchemy Pay, wo richtig Gewinne warten im nächsten Bullrun, meiner Meinung nach, erwerben. Aber ihr könnt euch hier bei diesem Wettbewerb mit anmelden und es gibt Sachwerte, Geldwerte im Wert von 2,6 Millionen USDT zu gewinnen. Das ist wirklich Wahnsinn und einzigartig. Ihr klickt hier drauf, loggt euch natürlich ein und dann kann die Sache losgehen. KYC-Verfahren durchlaufen, das hat jede seriöse und gute Kryptobörse. Ich kann da nur BitGet nochmal empfehlen. Macht richtig Spaß. Ich habe da auch schon dran teilgenommen, habe sogar 5 USDT gewonnen. Ihr könnt da ein Glücksrad drehen, ihr könnt an irgendeiner Verlosung teilnehmen. Aber richtig geil, auch auf Deutsch erklärt, um nochmal ein bisschen Werbung hier reinzuhauen. Würde mich mega freuen, wenn sich da der ein oder andere anmeldet. Reicht jetzt aber auch. Gehen wir auf die erste Nachricht. Ripple, darum hat sich die SEC nicht außergerichtlich einigen können oder wird sich auch nicht einigen. John Deaton geht darauf ein, dass die SEC nicht bereit ist einzulenken. In einer Audiokonferenz hat er gesagt, dass die Kompromissbereitschaft der SEC gegenüber Ripple nur dann signalisiert, wenn andere Gerichtsverfahren, die gerade mit der SEC laufen, ja, vielleicht positiv ausgehen. Hier heißt es zum Beispiel, beispielsweise bei der Klage gegen Coinbase, steht ein gutes Dutzend Altcoins im Mittelpunkt, welche die Regulierer ebenfalls als Wertpapiere betrachten, so Deaton. Schon deshalb könne sich die SEC nicht zu einem Vergleich im Fall Ripple XRP einlassen. Aber auch Ripple selbst hat da wohl kein Interesse dran. Sie haben 100 Millionen Dollar da schon ausgegeben, haben einen wichtigen, krassen Teilsieg errungen. In den USA gelten XRP und Bitcoin als einzig regulierte Assets. Also, da wird wohl keine Einigung kommen, wollen wir auch gar nicht mehr. Ich erinnere nochmal dran, am Freitag ist der 29.
Die SEC-Party, wir sind mal echt gespannt, also am nächsten Freitag, was da los ist. Da werde ich definitiv drüber berichten. Hier steht auch im Fazit, Anleger wie du und ich werden sich daran gewöhnen müssen, da noch viel Zeit mitzubringen und die Stimmung, die Trends des Kryptomarkts abzuwarten, was da im Endeffekt passiert. Aber ich sage es nochmal, Geduld wird zu den Geduldigen kommen oder der Gewinn wird zu den Geduldigen kommen. Auf jeden Fall dranbleiben und geduldig bleiben. Das ist am Ende der Schlüssel, nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht sich noch vorneweg gut zu positionieren, wäre auch nicht schlecht. Das Schicksal von Ripple hängt am Durchbruch des Widerstandes bei 55 US-Dollar-Cent. Genau, das war einer der Berichte hier auf BTC Echo, den ich nicht weiterlesen konnte. Diese, ich hatte am liebsten, naja, muss man für alles bezahlen hier. Aber habe ich auch woanders gefunden, um das abzukürzen. Der Widerstand bei 0,55 ist entscheidend. Den müssen wir nachhaltig übersteigen, dass es nach oben gehen kann. Beißt er sich momentan die Zähne aus, aber die Gesamtmarktlage ist einfach voll am Arsch, muss ich mal so sagen. Okay, gehen wir aber zu positiven Nachrichten, und zwar zu Stellar. Stellars Erfolgsgeheimnis, 300 Millionen Dollar Fonds plus Soroban Smart Contracts. Die Zusammenarbeit zwischen Stellar Lumens und Franklin Templeton bringt mehr Real-World Assets auf die Plattform als jedes andere Netzwerk. Kurz auf Franklin Templeton eingegangen. Franklin Templeton Investments ist eine Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien. Richtig, dort Stellar und Ripple ansässig. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern vertreten und ist als Franklin Resources im Aktienindex S&P 500 gelistet. Das verwaltete Vermögen beträgt 1,4 Billionen US-Dollar. Wahnsinn! Worum geht es? Und zwar geht es um das Upgrade vom Stellar auf dem Testnetz. Kam jetzt das Upgrade Protokoll 20. Für die unvertrauten Soroban Smart Contracts basiert auf dem Netzwerk von Stellar, um das reibungslose Funktionieren dezentraler Anwendung der sogenannten DApps zu ermöglichen. In der Zwischenzeit gab Stellar auch bekannt, dass das Upgrade Mainnet für das Protokoll 20 6 Wochen dauern kann. Am 20. September bestätigte Massari, Anbieter von Kryptomarkt, Daten und Informationen, dass die Partnerschaft mit Franklin Templeton und Stellar Lumens vollzogen wird, das Upgrade in den nächsten Wochen dann scharf geschalten wird. Analysten zufolge hat das Netzwerk damit die besten Voraussetzungen für interessantes Wachstum und einen möglichen Anstieg seines nativen Tokens XLM geschaffen. Hier nochmal der Twitter-Post dazu. Was auch wichtig zu erwähnen ist, Franklin Templeton hat bereits berichtet, dass es mit der US-Börsenaufsicht SEC zusammenarbeitet, um das volle Potenzial dieser Partnerschaft mit Stellar auszuschöpfen. Einfach unglaublich. Wie wir am Stellar-Preis sehen, war die ganze Sache höchstwahrscheinlich eingepreist, da ist nicht viel passiert. Aber liebe Freunde, was soll auch passieren? Wir sind im tiefsten Bärenmarkt. Kommen wir rüber zu einer geilen Nachricht. Welche Kryptowährung könntest du kaufen, um in einigen Jahren reich zu werden? Und ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es nicht glauben, was die Experten dazu gesagt haben. Ganz wichtig, Layer 2 Blockchain-Lösungen werden da ganz vorne mit dabei sein. Zum Beispiel Polygon Matic, um nur einen zu nennen. Und zwar wird ja auf das Halving vom Bitcoin eingegangen. Und da kommt gleich nochmal ein ganz wichtiger Artikel oder ein ganz wichtiger Merksatz für alle Ungeduldigen. Denn bei der Geduld ist Geduld gefragt. Wo habe ich den denn hergezaubert? Warum wächst der Kryptomarkt? Wie kann man damit Geld verdienen? Und zwar das angesprochene Halving von Bitcoin. Es gab drei Stück 2012, 2016, 2020. Alle 210.000 Blöcke kommt das sogenannte Halving oder alle 4 Jahre kann man auch sagen. Dies halbiert die Geschwindigkeit, in der die Coins gemintet werden. Nach jedem Halving reagiert der BTC-Kurs bisher mit unglaublichen Anstiegen und erreichte neue Allzeithochs. Etwa 1,5 Jahre nach dem Ereignis. Und es wird im April 2024 soweit sein. Das heißt, wir müssen uns danach höchstwahrscheinlich noch eine ganze Weile gedulden. Aber jetzt kommen wir drauf, was Experten sagen, welche Kryptowährungen da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei sind. Dimitri Noskov, Experte für Kryptobörsen bei StormGain, teilte seine Ansicht mit uns. Seiner Meinung nach sollten Investoren zuerst Bitcoin kaufen. Natürlich, wenn man das nötige Kleingeld hat, ja, dann kauft gerne Bitcoin. Habe ich natürlich auch im Portfolio, auch relativ hoch gewichtet. Unter den Altcoins hob er den Ripple
XRP-Coin hervor. Ich mag das nicht, wenn da Token steht. Ist für mich ein Coin. Er glaubt, ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Und ich glaube auch ganz, ganz fest daran. Und wie gesagt, und wenn es erst 2026 soweit sein wird, er glaubt, positive Nachrichten über den weiteren Gerichtsverlauf zwischen Ripple versus SEC können den Weg für weiteres Wachstum ebnen. Gracie Chan, CEO von BitGet, glaubt ebenfalls, dass Investoren zuerst Bitcoin kaufen sollten, darauf achten sollten, dann aber ihre Perspektive und ihr Augenmerk auf Layer 2 Blockchain-Lösungen legen sollten. Diese reduzierten Transaktionskosten und beschleunigen die Transaktionszeiten. Mit der Entwicklung des Kryptomarktes und der weiteren Akzeptanz wird der Bedarf an Layer 2 Lösungen steigen, was die Token solcher Projekte antreiben könnte. Also da auf jeden Fall Bitcoin natürlich, XRP wird genannt, mega geil, und Layer 2 Lösungen. Haut mir da mal eure Meinung bitte in die Kommentare, was sind eure Top Layer 2 Lösungen im Krypto-Portfolio. Meine erste, die dann kommt nach meinen ganzen anderen Altcoins, ist zum Beispiel Polygon. Gehen wir rüber zu einem neuen Meme-Token, der hier auf den Markt kommt. Wer auf Meme-Token keinen Bock hat, abschalten. Aber ich stelle den gerne mal vor, weil er doch unter den ganzen Meme-Token, die ich mir hier so angeschaut habe und auch das ein oder andere Mal schon vorgestellt habe, relativ seriös rüberkommt. Natürlich ist da mal Vorsicht geboten. Ja, klar. Meme-Combat, wer fährt denn jetzt da draußen lang? Ist halt, wenn man unterm Fenster aufnimmt. Meme-Combat, nächster sensationeller Krypto-Hit mit mindestens 10-facher Rendite. Am 21. September, also gestern, startete Meme-Combat Presale mit dem neuen Coin. Und zwar wird hier die fortschrittliche dezentrale Web3-Technologie genutzt. Hier geht es in erster Linie natürlich darum, den Meme-Token zu erwerben im Presale für 1 Dollar. 667 bekommt ihr einen MK Meme Combat Token auf der offiziellen Seite, die verlinke ich euch natürlich unten. Worum geht es bei Meme Combat? Dieses bahnbrechende Projekt hebt sich als erstes Krypto-Projekt ab, welches das auf animierte Meme-Charaktere ermöglicht. Dabei wird eine fortschrittliche dezentrale Web3-Technologie genutzt, wie ich bereits sagte, die auf dem Prinzip der Transparenz und des Vertrauens basiert. Darauf kommen wir gleich nochmal. Die kreative Köpfe hinter Meme Combat haben die einzigartige Fähigkeit der Blockchain-Technologie erkannt, die Welten der Memes und der Spiele zu einer revolutionären Fusion zusammenzuführen. Hier wird es mehrere Saisons geben und da können 11 verschiedene Meme-Charaktere in einer Arena antreten und ihr könnt die gegeneinander kämpfen lassen. Das soll wirklich sehr, sehr gut abgehen und ihr seht, wer hier alles dabei ist. Der Pepecoin, Copium, alte Bekannte, der Sponge Token, Elon X, Fluki Ino und was nicht alles. Also die Who des Who, Wall Street Memes fehlt. Genau, und eine beeindruckende API, also das Who des Whos, wollte ich sagen, der Meme Token. Jährliche Rendite APY von 112% wird erwartet. Das werden wir mal sehen. Eine Hardcap, das Finanzziel von 10 Millionen US-Dollar wird hier veranschlagt. Auch nicht schlecht. Was für mich aber Vertrauen schafft, wenn man bei Meme-Token vom Vertrauen reden kann, ist, dass Gründer Matt Whiteman sich öffentlich dazu bekennt. Er ist auch bei LinkedIn verifiziert, seine Identität, und ja, weist sich da auch aus, wie der gute Emil immer sagt, eine About Us-Page. Welche Entwickler dahinter stehen, ist immer sehr, sehr wichtig. Zudem wird die Sicherheitsüberprüfung der Smart Contracts in Kürze auf der Webseite publiziert. Also auch da achten die Entwickler jetzt immer mehr drauf, da ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen, weil die Leute von vielen Scam-Projekten natürlich abgefuckt sind. Auch hier lege ich natürlich nicht meine Hand dafür ins Feuer, was im Endeffekt dahinter steckt. Aber es kommt auch sehr, sehr gut rüber. Könnt ihr auch auf der Seite unten nochmal gucken. Das Impressum, genau, das White Paper, Datenschutz, alles einsehbar. Kommt auf jeden Fall schon mal gut rüber. Auch sehr, sehr viele Sprachen verfügbar, also in vielen Ländern wird das abgehen. Auch die Roadmap ist sehr interessant, die könnt ihr euch mal reinziehen oder auch nicht, wie ihr wollt. Habe ich euch mal vorgestellt. Ihr lasst mir eure Meinung zu den Projekten da. XRP macht mich immer bullischer und die Zeit bringen wir mit. Du musst einfach hier Geduld haben wie ein, ja keine Ahnung, wie ein Baum. Das muss wachsen, das muss in deine DNA übergehen und im Endeffekt werden wir das dann schaffen. Auch das Stellar Upgrade, mega. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar, einen Like da, um meine Arbeit hier zu unterstützen. Auch gerne Verbesserungsvorschläge, habe ich nichts dagegen. Bis zum nächsten Mal.
Peace. Drum hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.